Kurzes okay. Interview, ja? Sag mal, jetzt los, geht. Nino weg, mach ein Interview. Ja, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Kaiser. Heute live aus Kirchheim. Heute Roman Tietze, heute direkt aufgestiegen in die Landesliga. Sein erster Ausstieg in seiner Laufbahn, in seiner Karriere, er hat schon alles durchlebt. Er war bei den Wildecker Herzbuben, war in Tschechien recht erfolgreich. Bei den Löwen eher weniger erfolgreich, da hat er nur Abstiege gefeiert. Heute das erste Mal bei den FC Deisenhofen. Roman, wie fühlst du dich? Du musst trinken, Kaiser, vorher. Wie fühlst du dich? Es ist weg! Geiser! Es ist weg! Geiser! Okay. Roman, wie fühlst du dich? Dein erster Aufstieg in die Landesliga. Ja gut, mein Freund, ihr sprachlos gesehen. Ich hab nicht viel dazu zu sagen. Vielleicht stelle ich die Frage einfach nochmal anders. Roman, wie geht's dir? Hallo Jungs! Ja, gut, er ist nach wie vor sprachlos. Roman, wie Feierlichkeiten heute Abend? Was wird auf uns zukommen? Was lässt du springen für deine gelbe Karte? 5 Liter Wodka, Minimum. Oh. Ja, das Portemonnaie ist nicht schlecht. Man muss sagen, da ist nicht viel drin. Muss man sagen. Heute Abend, Roman, man muss sagen, du hättest uns heute, wir haben halt 4-1 verloren, du hättest uns fast den Sieg gekostet. Ja, mein Gott, geht's von dir! Was sagst du? Ja! Ja, gut, am Arsch, der Roman, ja nicht mehr. Was, leck mich am Arsch, oder? Ja, hab ich schon. Was sagst du zu diesem Interview? Wunderbar, ein Traum, der Roman, er ist redegewandt, er ist vielsprachig aufgewachsen. Die Tour ist sehr stark, ja? Ja, wir sind froh, dass wir ihn haben, den ziehen wir schon mit in den Bäckel. Nächstes Jahr Kreisliga, da haben wir dann Platz für ihn. Also dann.